Lucia Koska. Was für eine Reise ich hier mit euch gemacht habe in meinem Leben. Wow. Aber das war auch eben gerade in den Minuten eine emotionale Achterbahn, hatte ich den Eindruck. Ne? Also was ich für eine Reise hier seit 2001 eigentlich gemacht habe, beziehungsweise 2004 war ich hier das erste Mal alleine. Und wenn ich das jetzt sehe, wie aufgebracht ich damals gewesen bin und so ein bisschen Larifari und mit der Zeit, wie tiefgründiger ich selber auch mit mir selbst geworden bin. Aber das ist der normale Weg, oder? Wenn man so von der Anfang 20-Jährigen wirklich dann irgendwann zur erwachsenen Frau auch wird. Das war ja auch im Camp auch so. Von Tag 1 auf Tag 17. Die Zeit war, also die fühlte sich halt sehr lang, die Tage. Mhm. Und dann am Ende war das eigentlich eine sehr lang gefühlte Zeit, obwohl die nur 17 Tage lang war. Aber in dieser Zeit hat jeder und ich zum Beispiel so viel Freiraum gehabt, so viel nachzudenken. Es war manchmal viel zu viel über ganz, ganz, ganz bestimmten Sachen. Aber alle anderen Lasten existierten da nicht, weil aber ich glaube, keine muss, Sorgen. Man muss die Bereitschaft dafür auch mitbringen. Ich glaube, es gibt Leute, die sitzen ihre Zeit ab. Bei vielen überlegt man ja auch, meine Güte, warum haben die es nötig? Da? Warum bist du da? Auch bei Lucy habe ich mich gefragt, warum ist sie da? So, ist sie wirklich schon pleite? Liegt es an der Kohle? Und du hast ja gesagt im Interview, es ging im Dschungel nicht nur darum, die Liebe zu mir selbst wiederzufinden. Es ging auch um diese Zerrissenheit. Einfach Erwartungen zu haben, wo man keine haben darf. Ja. Was ist das für eine Zerrissenheit? Was sind das für Erwartungen, die dich so gepiesackt haben? Sehr oft hat man Erwartungen an Menschen, die sind mit Erlebnissen aus der Vergangenheit oder Erwartungen an die Zukunft verbunden. Gerade wenn man über Liebe spricht, über Menschen, für die man wirklich Liebe empfindet. Und das irgendwie problematisch ist und du immer wieder mit alten Beziehungen auch zu Mutter oder zu anderen Menschen konfrontiert wirst. Du wolltest mit Beziehungen aufräumen. Du wolltest mal für dich sagen. Nein, nicht aufräumen. Nein, ich wollte in meinem Inneren ein bisschen Klarheit bekommen und ich wusste, dass ich Zeit brauche, wo ich nicht gestört werde auch von äußerlichen Gegebenheiten, von meiner Arbeit. Und ich konnte so gut meine Gedanken hören und meine Bedürfnisse. Und ich habe gemerkt, dass jetzt und das gerade, was das passiert, irgendwie das Wichtigste ist. Weil ich konnte nicht darüber nachdenken, werden wir morgen wieder Reis haben. Ich konnte nicht darüber nachdenken, werde ich heute Abend zu müde sein für die Nachtwache, als es schon mittags war. Ich habe gesagt, immer so, lass uns heute Abend sehen, wie es irgendwie das Ganze wird. Und ich möchte das sehr gerne in meinem Leben zurück mitnehmen, wenn das möglich ist. Das wird schwer, aber ich wünsche es dir, dass es gelingt. Ganz, ganz häufig haben diese Gedanken dann offenbar mit deiner Mama zu tun gehabt, mit deiner verstorbenen Mama. Du hast auch in diesem Siegmoment im Finale, hast du dann zum Himmel gerufen, Mami, Mami, und dann kam irgendwas auf Bulgarisch, was ich nicht verstanden habe. Aber was ist dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen? Ich habe mir so gewünscht, dass sie das fühlen kann, dass sie das sehen kann, weil in diesem Moment war mir klar, was mit mir passiert ist. Es war kein Preis für eine bestimmte Leistung wie Musik, wie einen ganz tollen Song, wie ein ganz tolles Album oder für ein sportliches Wettbewerb. Ich bin am schnellsten gerannt, ich habe die meisten Punkte geholt. Es war ein Wettbewerb der Charaktere, der Persönlichkeiten. Und meine Persönlichkeit, etwas, wo ich nie wirklich einen Griff hatte, wie meine Mutter mich tatsächlich sieht, weil da wenig kam, wenig Feedback. Ich bin dann einfach, meine Persönlichkeit wurde, also mit diesem Sieg belohnt, wenn ich das. Man könnte auch sagen, du hast Liebe bekommen von den Leuten. Ja, ich kann das sehr schwer so ausdrücken, weil ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das Liebe gewesen ist. Ich glaube, ich habe einfach die Zuneigung vielleicht auch bekommen. Mir wurde gezeigt, dass das, was ich bin, der Mensch, den ich bin, die Art und Weise, wie ich denke, wie ich einfach die Sachen mache, die meine Vorstellungen vom diesen Weg zu laufen, vom Fleiß, vom Mut, vom auch von Liebe, von Empathie, die Menschen berührten oder vielleicht bewegt haben. Aber ganz offensichtlich, ich wollte, dass sie das sieht. Und du hast dir immer gewünscht, dass sie das auch mal sagt, dass sie es zum Ausdruck bringt. Ja. Nicht, dass das Millionen von Fernsehzuschauern an ihrer Stelle machen müssen. Du hast eben im Film noch mal gesagt, du wirst bis ans Ende deines Lebens wahrscheinlich anstreben, deine Mutter stolz zu machen. Ich bin auch sehr dankbar dafür, weil das hat mich bis jetzt noch nie zur Ruhe
Ich habe mich noch nie zur Ruhe gesetzt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auch im Camp mich nie zur Ruhe setzen konnte. Aber wie wär's denn mal, Lucy, mit diesem Moment jetzt mal damit anzufangen, auch mal selbst stolz auf dich zu sein? Ja, ich glaube, ich konnte das ein paar Mal auch tatsächlich aussprechen, weil ich weiß, dass das, was ich bin, natürlich auch meine Erziehung, meine Eltern, meine Freunde, meine Umgebung als Kind, als Erwachsener natürlich verdanke. Aber ich habe das in mir behalten. Ich habe es nicht weggestoßen. Ich habe mich nicht beeinflussen lassen von etwas anderes. Ich bin einfach auch krumm. Ich bin auch manchmal schwierig. Ich hatte auch irgendwie graue Ansätze im Camp. Tut mir wirklich leid. Das war nicht jetzt Unhöflichkeit. Es war einfach nicht so wichtig. Ich glaube, du hast den Laden. Nicht bei Germany's Next Top Model. Du hast den Laden schon ganz gut zusammengehalten. Und dann gab's Tränchen an Tag 12, als alle ihre Briefe bekommen haben. Ja. Und wir haben alle nicht so richtig verstanden, wer diese Frau ist, die mit ihrem Brief dich zu Tränen gerührt hat. Ist es eine Freundin? Das ist nicht eine Freundin. Nein, sie hasst das, wenn ich sage, das ist eine Freundin von mir. Wer ist es? Das ist tatsächlich der Mensch und die Frau, die sehr viel in mir bewegt hat, schon das letzte halbe Jahr, dass ich auf einem Weg stolziere und spaziere oder einen Weg beginne, der mich zurück zu Ludmilla führt. Und nicht nur Lucy, die quirlig ist, die laut ist, die Aufmerksamkeit auch braucht, die auch in ihrem Leben ständig auf der Bühne ist, sondern auch die Ludmilla, die tatsächlich auch mal stolz auf sich selbst sein kann, die auch diese Bedürfnisse hat. Und diese Frau, Miss V, schaut auch jetzt gerade Zdravej. Ah. Möchtest du dir irgendwas sagen bei dieser Gelegenheit vielleicht? Nein, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ganz leise Hochzeitsglocken läuten. Nein. Dann war das eine Sinnestäuschung. Nein. Also, danke, dass du uns so mitnimmst auf deine Reise, die du im Dschungel vollbracht hast.